Moin, moin, moin und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battle on the Background. Heute mal an der Front, sag ich mal, Battle Front. Wir kämpfen heute an der Front in der 16. Folge von diesem genialen Spiel, diesem genialen YouTuber, der mit seiner Stimme genial im Arsch ist. Und heute mal mit Druidenalarm. Mal schauen, wie viel Alarm die Druiden heute um uns machen oder ob wir die Kiste hier schnell beenden können. Eventuell, wenn wir sie zu schnell beenden, werde ich das so lösen, dass wir hier ein bisschen, ja, eine zweite Runde anpacken werden. Da werde ich mal sehen, mal wie das hier läuft. Oh, eben ein Windows-Ton. Ja, habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Komm. Ah. Holen wir. Jo. Bissful Beast haben wir da, glaube ich, Ich glaube, der... Ja. Komm. Druide übernommen. Ah, da kann er uns jetzt abschießen, wie er will. Aber wie er das... Ich wusste gar nicht, dass das Schutzschild... HP hat. Ich dachte, das hält theoretisch unendlich lange. Ah, da fehlt mir da jetzt die E3, ganz klar. Holt er uns jetzt weg? Ja. Der ist gut. Der ist nicht schlecht. Bam, bam, bam. Hier steht einer mit der Blasterkanone und versucht, Leute wegzublastern. Warum habe ich eigentlich Zielschuss drin? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es ganz gut. Aber nicht auf der Map. Wir gewinnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Und ich hänge noch eine Folge dran. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Dass wir hier so schnell die Butze gewinnen. 2-1. 4-0-3. Ja, das war... Dann werden wir eben noch eine Folge dranhängen. Und ich nehme an, dass die ein bisschen anders verläuft. Hoffentlich zumindest. Ansonsten werdet ihr leider nur mit einer kurzen Folge vorlieb nehmen müssen. Aber immerhin hängen wir ja noch eine Runde dran. Ja. Na, noch 30 Sekunden. So, Blaster DF44. Ja. Was mache ich hier rein? Was haben wir denn hier? Ah, jetzt erinnere ich mich, was ich da gemacht habe. Immer noch nachkommentierte Folge. Und zwar, wie ihr seht, holen wir uns ein Upgrade. Warum wir jetzt nur noch 5 davon haben? Ich weiß es nicht und ich finde es auch ehrlich gesagt total dreist. Aber, naja, na gut. Ah, doch, 20. Das wäre sonst ja auch zu dreist gewesen. Von EA ist ja nicht so, als würde man das in anderen Spielen wie FIFA kennen. Nee, kennt man nicht. Oh, er haut hier krasse Moves raus. Wusste ich gar nicht. Oh, da sind wieder die AT-ATs. Die da folgen. Der Druide gehört uns. Ja, das sollte er. Einen Druiden holen wir und einen verlieren wir quasi. Einer latscht mit der T21 rum. Ah, es ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Da wartet er einfach, bis jemand vorbei latscht und dann wird er von der Armbrust genascht. Super, krass. So, guten Morgen.
Feind hat einen Druiden entdeckt. Haltet sie auf. Diese Gong-Druiden. Ist ja so ein bisschen wie Capture the Flag. Druiden-Alarm. Habe ich doch auch schon öfter mal gespielt. Ich glaube einmal schon in der Serie. Verteidigt die Druiden. Warum hole ich mir da eigentlich nicht? Ja. Warum hole ich mir da eigentlich das Ding nicht da oben? Fast geschafft. Wir sichern jetzt den letzten Druiden. Warum hole ich mir das nicht? Ach ja. Ach ja. 8 Minuten 30 Sekunden hätten wir gerade mit dem Jetpack gehabt. Dann hätte ich ihn im Flug mit dem doppelten Salto von hinten geholt. Klar. Dann machen wir es eben so. Tun wir das? Tun wir das? Tun wir. Den verlieren wir? Warum? Ich finde diese Gong-Druiden echt witzig, weil sie sind im Grunde ja sinnlos, ne? Warum gibt es die? Schreibt mal in die Kommentare, was der Sinn dieser Gong-Druiden ist. Oder ist der Sinn, dass sich Leute darüber streiten und Spaß haben? Und sich gegenseitig zermalmen? Wie? Ich werde dich zermalmen. Woher kommt das? Mir fällt es gerade nicht ein. Egal. Ist auch so ein relativ berühmtes Zitat. Wie you shall not pass. Krasses Englisch. Wie wat was so hoben work. Aber dazu sage ich jetzt nichts weiter. Außer drüber. Aber sonst. Wir haben den letzten Druiden gefunden. Sehr schön, den letzten Druiden. Das ist krass. Übernahme läuft. Sehr schön. Hat es gerade gehakt? Oder war das nur eine Aufnahme? War anscheinend nur eine Aufnahme, ja. Ja. Diese Geräusche wie der Latsch, das ist doch... Ich finde es irgendwie komisch. Wir sind auf dem letzten Platz. Krass gut. Wie wieder alles rasieren hier. Und ich hole ihn nicht. So. Wir haben den letzten Druiden gefunden. Schön. Übernahme läuft. Er nascht mich in der Luft. Das ist doch lächerlich. Er nascht mich in der Luft. In der Luft. Nascht er mich. Das verstehe ich nicht. Ist doch lächerlich. Alle Druiden übernehmen, wir gewinnen, komm. Jetzt wollen wir die Butze nach Hause fahren. Denn wir sind hungrig auf dieses Spiel. Ich bin hochmotiviert, wie ich, glaube ich, schon sagte. Komm, der ist doch eine Lachnummer für mich. Ja, er ist was? CA87. Dieser Schockblaster ist aber irgendwie scheiße. Ich habe noch nie mit ihm gespielt. Ich habe ihn gar nicht freigeschaltet. Und daher kann ich mir gar nichts erlauben. Ja, was? Bug. Komm, vorrücken. Wir haben keine Stoßkraft mehr. Haltet den letzten Droiden. Was? Sehr schön, wir haben doch zwei. Was will da von mir? Wir holen ihn in der Luft. Ja. Noch nicht down. Ah, das war schlecht gemacht von mir. Ja. Scheiße. Ich hätte wissen müssen, wann das Schild down ist. Nur noch ein Druide. Bringen wir es zu Ende. Geht ja leider nach einer gewissen Zeit down.
was mich irgendwie aufregt, aber... Sehr schön. Warum wir immer nur 100 kriegen? Sie übernehmen einen Druiden. Krass. Ja. Kill Assist nur. Druide erobert, auch wenn es ewig gedauert hat. Da hätte er mich doch eigentlich schon 10-mal wegholen müssen. Aber... Übernahme läuft, geholt. Komm! Wenn wir es jetzt holen würden, das wäre eine epische Kiste. Scheiße, ist wieder weg. Ja, nochmal eine Ladung geholt. Ja, Dummy. Darauf war ich vorbereitet. Boah, sie haben einen Druiden erbeutet. Das, okay, sie haben zwei Druiden. Irgendwie würde ich es ja witziger mit zwei oder vier Druiden finden, aber... Okay, ich weiß auch nicht, warum. Auf der anderen Seite, wenn dann 2-2 ist, dann würde dann wahrscheinlich immer unentschieden ausgehen. Also von daher ist es eigentlich gar nicht schlecht. Jo, Druide erobert. Druiden-Eroberungsserie. Gong. Gong! Das war auch wieder sinnlos von meiner Seite, aber okay. Wir haben einen Druiden erbeutet. Ja, das ist schon krass. Komm. Oh, ja. Och komm, er kammt sich da. Das ist doch lächerlich. Das finde ich doch nicht mehr als lächerlich. Schön. Scan. Sie versuchen einen Droiden zu übernehmen. Haltet sie auf! Schöne Kiste. Das aber auch. Wir haben nur noch einen Droiden. Scheiße. Ja, das war doch im Grunde schon fertig, das Spiel. Das ging doch nur noch 6. Ach so, ja. Jetzt war ich, bin ich verwirrt. Scheiße! Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll war. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ah, gegen 2 habe ich dann... Och, komm. Okay, er ist down, ja, aber... Übernehmen alle Druiden. Bim. 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 Genauso wie Y-Wing hat Ziel erfasst. Das regt mich irgendwie echt hart auf. Diese Mistkerle. Wir werden die Eimerköpfe schlagen. Scheiße. Ah, es war zu riskant. E11. Die ist doch abgegradet worden. Ganz ehrlich. Ich meine, sie ist abgegradet. Oder sie ist einfach so total OP. Schöne Kiste. Sieg! Damit haben wir 2-mal gesiegt. Dafür werden wir in der nächsten Folge erstmal 50.000 Niederlagen holen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Und damit ist auch der Ende erstmal der nachkommentierten Folgen vorerst. Und bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.